Wir sind jetzt hier im Epizentrum von der seriösen Berichterstattung. Hier entsteht die Tagesschau zum Beispiel. Alle Facts werden 7-mal überprüft. Und die machen hier jetzt auch TikTok. TikTok. Okay, Böhmer. Hört, da kann ich Ihnen sagen, Covid ist vorbei. Covid, das ist jetzt vorbei. Hat das nicht schon einmal ein anderer alter weißer Mann behauptet? You know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Covid ist vorbei. It's going to go away, hopefully at the end of the month, and if not, it hopefully will be soon after that. Nein. In Winterthur nerven sich die Autoproser über die Polizei. Es nervt extrem. Die, ja, keine Ahnung, die haben nichts Besseres zu tun. Es wäre eigentlich unnötig. Ja und nein. Das ist ja keine Sicherheit gefährdet. Wir sind ja alle da friedlich unterwegs. Ist halt ein bisschen, ja klar, ist halt ein bisschen lärmen, aber ein bisschen. Excuse moi? Es sind teilweise halt schon recht laute Autos dabei und ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn neben meinem Haus einer vor dem Gäsele ist. Gäsele. Formato di Lenticci. Was heisst Formato? Du kannst doch Spanisch? Ja, du bist Italienerin. Ja, aber du, Spanisch ist, weiss ich nicht. Ja, du bist Italienerin. Ich bin Spanier, Schuss. In Zürich haben sich dramatische Szenen abgespielt. Der Biber war am Ufer, muss wahrscheinlich am Baum genagelt haben. Und ja, dann haben die kleinen Hunde aufgespürt und sind ihm nachgerannt. Der ist ins Wasser rein. Und der eine Hund hat dort nicht mehr bremsen vor dem Ufer und ist hinterhergerutscht. Ja, es ist wirklich schlimm. Und er hat dann auch einen Moment gehabt, bis er wieder draußen war, weil es eine höhere Böschung ist. Und ja, dann hat der Biber zugeschlagen, scheinbar mit dem Schwanz. Oh, das war eine grandiose Geschichte. Grandios. Die Boomer erobern die sozialen Medien. Like mache ich auch sehr gerne. Hey, Gugu! Das bedeutet, wenn etwas mir sehr gefällt, tue ich like. Okay, Gugu! Jetzt an alle, die dieses Video sehen. Oh. Finger nach oben oder Smiley mit Herzli. In Badisch Rheinfelden hat die Polizei gestern Nacht einen Mann verwutscht, der gerade von einer Brücke oben runter auf die Autobahn brünzelt hat. Igitigit. Wie die Polizei schreibt, hat sie den 32-Jährigen auf sein Fehlverhalten angesprochen. Der hat das aber vehement abgestritten. Die Spuren auf dem Boden und auf dem Geländer haben ihn aber überführt. Junge. Wie die Polizei weiter schreibt, gäbe es bis jetzt keine Hinweise von den Nutzern von der Autobahn, die, ich zitiere aus der Meldung, die wegen diesen punktuellen Niederschlägen verschrocken oder gefördert worden sind. Punktuelle Niederschläge? Nein! Ja, jetzt bin ich zufrieden und beruhigt. Und jetzt brauche ich den zuerst ein Bier. Juhu! Bier, Bett.